Ja, hallo liebe Leute. Und an diesen Korridor könnt ihr euch vielleicht sogar noch erinnern, vom Ende der letzten Aufnahme sind wir hier angekommen. Ja, hier hatten wir aufgemacht, da kommen wir in den großen Raum. Allerdings kommen uns dann zwei Mumien entgegen, zumindest wenn wir ihn das erste Mal betreten. Ja. Und hier kommen wir auch in den großen Raum und da sind wir auch durchgegangen und... Ja, jetzt ist diese Tür wieder zu. Warum? Weil ich vergessen habe, beziehungsweise es nicht bemerkt habe, dass die Tür hinter uns wieder zugeht. Das heißt, ja, wenn wir einmal im großen Raum drin sind, dann war es das mit dem Secret. Ja, das habe ich nicht bedacht. Das heißt, die Aktivierungsplattform für diese Tür befindet sich irgendwo anders. Ja, an diesen Raum könnt ihr euch sicherlich auch noch erinnern. Die Todesfalle mit den Mumien. Ja, und das war schon die Aktivierungsplattform. Und jetzt sind wir im Geheimnis drin. Sehr schön. Das speichern wir einfach mal ab. Und dann schauen wir einfach mal, was jetzt hier auf uns zukommt. Okay. Ein Kistenschieberätsel. Juhu. Das heißt, ich darf zum Abschluss noch mal ein bisschen rätseln. Okay, die kann ich nicht weiter verschieben. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als diese Kiste reinzuschieben. Ich hoffe nur, ihr wartet nicht irgendwo ein Gegner auf mich. Das wäre ganz schön gemein für ein Geheimnis. Okay. Das heißt, wir können jetzt die Kiste hier in diese Richtung schieben. Ein Schalter. Sehr schön. Vielleicht öffnet er auch nur die Tür, dass wir wieder raus können. Können wir die eigentlich noch weiter reinschieben? Nein. Das heißt, die muss rausgezogen werden. Und geht jetzt mein genialer Plan auf? Ich glaube eigentlich nicht. Ja. Wenn wir die jetzt noch weiter rausziehen, dann habe ich nämlich auch nichts gekonnt. Das heißt, wir schieben sie nochmal rein und drücken einfach mal den Schalter und gucken, was passiert. Ja, die Tür geht wieder auf. Schön. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir das nutzen können, um die Kiste, um uns dieser Kiste jetzt zu entledigen. Indem wir sie einfach ganz nach draußen ziehen. Das gleiche könnten wir dann auch mit der anderen Kiste machen. Was? Ja, schön. Ja, danke, liebes Spiel. Es ist wahrscheinlich jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Wir laden nochmal neu. Okay. Also, diese Tür, der Schalter ist auch getimed. Ist natürlich gemein. So, jetzt landet der Block auf dieser vor dem Schalter. Das reicht nicht wirklich, um eine Kiste rauszuschieben, muss ich mal so sagen. Aber wenn wir diese Kiste hier haben, nee, dann können wir mit der Kiste auch nichts weiter anfangen. Die Kiste können wir ja auch nicht. Ah, die können wir eigentlich nur in diese Position verschieben.
Aber wir könnten, wenn wir diese Kiste hier rausgezogen haben. Nee, können wir die andere Kiste auch nicht wieder zurückschieben. Das ist Quatsch. Damit, wir sperren uns jetzt, egal mit was wir tun. Egal was wir tun, sperren wir uns damit ein. Wenn wir die jetzt hier weiter in die Richtung ziehen, dann sind wir hier drin gefangen. Und wenn wir die andere in die andere Richtung weiterziehen, wieder zurückziehen, sind wir in diesem Teil hier gefangen. Und hier können wir sie natürlich auch nicht langschieben. Okay, das war also erstmal nochmal dumm. Schieben wir die erstmal nochmal zurück. Wenn ich die jetzt zurückschiebe und dann nochmal die in diese Richtung ziehe, dann bin ich halt in diesem Raum gefangen. Das bringt mir auch nichts. Oder hat es doch irgendwas mit dem Schalter zu tun? Aber jetzt muss ich einmal meine kleinen grauen Zellen anstrengen und dann komme ich nicht drauf. Oh Mann. Moment. Es wäre halt prinzipiell sinnvoll, wenn ich eine Kiste quasi hier hinschieben könnte. Aber wie? Moment mal, Moment mal. Wenn wir die nicht in diese Richtung schieben, sondern in die andere Richtung, dann können wir die andere doch einfach rausziehen. Und dann haben wir Platz hier hinten. Ja, naja, so schwer war das jetzt ja aber nicht hier. Mann, 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 Mann. Und nochmal ziehen. Und dann einmal bitte schieben. Und so wie es aussieht, geht es weiter mit dem Schieberätsel. Yes. Sehr schön. Okay. Wir speichern das erst einmal ab. So, wir haben jetzt diese Position. Also bei der Kiste würde ich jetzt grundsätzlich sagen, wir ziehen sie einfach in diese Richtung einfach mal raus. Mal gucken, was passiert. Yay, noch eine weitere Kiste. Jetzt ist natürlich die Frage, könnten diese Kiste, wenn diese Kiste jetzt hier aus dem Weg ist, könnten wir diese Kiste dort drinne an diese Position jetzt hier schieben, an der diese ist. Machen wir das einfach mal. Komme ich da jetzt? Ja, da komme ich jetzt noch lang. Dann schieben wir die wieder zurück. Weil rausziehen ist prinzipiell immer besser als reinschieben. Reinschieben wirklich nur, wenn es nicht anders geht. So. Mensch, es wird ja hier wahrscheinlich noch die spannendste Stelle des ganzen Levels. Zumindest für mich. Ich mag sowas. Okay. Ja, jetzt ist in der hinteren, ist die Kiste in der hinteren Ecke. Das wird dann sehr spannend, wenn wir dann das alles wieder rückgängig machen dürfen, um an den Ausgang wieder ranzukommen. Aber müssen wir auch prinzipiell eigentlich gar nicht. Weil ich meine, draußen erwartet uns eh nur der Moment, an dem ich euch dann verabschiede und sage, ja, das war das Geheimnis, weil viel mehr kann ich dann auch nicht machen.
Denn wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen zu faul, diese ganze Sache da mit dem Sphinxraum nochmal zu machen, mit den ganzen Mumien und so. Das muss nicht sein. Okay. Ja, nochmal rausziehen, bitte. Okay. Oh, juhu. Es geht weiter. Wieder ein Raum. Mit einer Kiste in der Ecke. Okay. Wir speichern. Und ziehen diese Kiste einfach mal zur Seite. Dahinter ist eine weitere Kiste, so wie es aussieht. Ja, ich sage immer Kiste, es sind natürlich Blöcke, aber ich sage prinzipiell immer Kisten. Weil ich glaube, dass die ersten Kisten, na gut. Ja, das erste Tomb Raider, was ich ja gespielt habe, war Tomb Raider 2. Und ich glaube, da verschiebt man schon ganz am Anfang den Block da an der chinesischen Mauer. Aber danach heißt es dann erstmal Holzkisten in Venedig schieben und deswegen waren es für mich immer Kisten. So, ist das sinnvoll? Ja, ich glaube, so zögerlich brauchen wir dann auch nicht zu sein. So zimperlich hier. Bin nur gespannt, ob es dann halt wirklich möglich ist, es wieder rückgängig zu machen und wieder rauszukommen. Denn wir brauchen Platz. Funktioniert das überhaupt? Oder reicht es einfach aus, wenn ich den in die Ecke schiebe? Wenn ich die Kiste hier habe, dann kann ich sie in diese Richtung schieben. Das würde rein theoretisch gehen. Wir brauchen prinzipiell lieber erstmal Platz schaffen. Für den Fall, dass wir noch mehr Platz brauchen. Okay. Oder wir schieben sie mal lieber in diese Richtung. Wir wollen uns ja nicht ganz den Weg versperren. So. Okay. Mal gucken, was uns hinter dieser Kiste erwartet. Vielleicht prinzipiell wieder ein Raum mit weiteren Kisten zum Verschieben. Nein, ich sehe ein kleines Medipack. Wir haben es scheinbar geschafft. Ja. Oh, und erst jetzt kommt das Geräusch. Oh Mann. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass es vorher noch nicht da war. Hoffentlich ist das jetzt nicht so viel Munition, dass ich es bereuen werde. Nee, ist nur einmal. Es geht. Es ist natürlich schade, dass wir es verpasst haben. Aber prinzipiell geht's. So, wie könnten wir denn jetzt hier wieder rauskommen? Das ist vielleicht auch gar nicht so einfach. Also gucken wir uns das doch nochmal an. Ja, wir haben hier way too many Kisten. Wenn diese Kiste hier steht und ich jetzt hier bin, kann ich mit dieser Kiste nicht viel machen, weil die jetzt hier im Weg ist. Also schieben wir diese Kiste erstmal dort wieder rein in den Raum, wo sie herkam. So, kann ich dich noch eins reinschieben? Yes. Das heißt, da ist dann auch wieder Platz für die andere Kiste. Ich glaube, so schwer ist es nicht herauszukommen. So, aber wir ziehen einfach mal diese Kiste, um hier ein bisschen Kisten loszuwerden. Ja, und dann können wir die von der Tür wegschieben und dann haben wir es eigentlich geschafft. Nein. Ja, und wenn ich mir das jetzt so überlege,
Lara hat sich gar nichts aus diesem Tempel mitgenommen. Wir haben keinen Schatz, kein gar nichts gefunden. Ist einfach ein bisschen schade, oder? Wir sind einfach nur durch. Wir wollten es einfach nur erkunden. Aber ich gebe zu, nur um des Erkundens willens hätte ich mich nicht mit irgendwie 50 Mumien angelegt. Naja, was mir übrigens auch noch eingefallen ist. Vielleicht ist auch Lara, weil sie hat ja von ihrem ersten Abenteuer in Ägypten hier, aus Tomb Raider 1, hat sie eine Katzenstatue mitgenommen. Die haben wir ja in Tomb Raider 2 gesehen. Ja, das war's jetzt. Jetzt können wir wieder raus, quasi. Dann machen wir das einfach nochmal. Oh, das ist ja wirklich sehr knapp berechnet. Okay, and here we are again. Ja, sie hat die Katzenstatue ja bei sich im Haus gehabt und vielleicht ist sie auch deshalb irgendwie auf die Idee gekommen. Sie hat sie ja untersucht. Es sind ja schon sehr merkwürdige Sachen in Tomb Raider 1 mit den Katzenstatuen passiert. Und hat sich deswegen dann gedacht, sie muss hier mal gucken, ob hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Mal abgesehen von den hüpfenden Mumien. Und es hat sich bewahrheitet. Und wenn wir bei unserer Theorie bleiben, dass die Mumien atlantische Kreaturen sind, dann ist es auch gar nicht so schlecht, dass wir noch viele ausgerottet haben. Okay, ja, das waren noch meine Gedanken jetzt hier zum Abschluss. Und ja, wir haben jetzt quasi nie wieder Tomb Raider 1 und nie wieder, ja, nie wieder Abstürze im Spiel. Und es gab jetzt hier auch leider gar keine Musik. Fand ich ein bisschen schade. Naja. Okay. Ja, dann zum Schluss nochmal die Statistik. Wir haben jetzt nur 21 und 8, müssen wir uns merken. Nur 8 große Medipacks. Oh mein Gott. Bisschen weniger Uzi-Munition, ein bisschen weniger Magnum-Munition. 38 Schrotflintenschuss. Ja, damit sind wir dann ins atlantische Abenteuer noch gegangen. In die Fortsetzung da quasi, die ihr schon gesehen habt, die jetzt noch vor mir liegt. Ja, und an dieser Stelle nochmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. So. Und ich glaube, das hier ist der Weg dorthin. Ach, und wieder von Pantherspuren gesäumt. Nein, das ist der Weg dorthinter. Die Frage ist jetzt nur, ob ich von dort hinten ja, dorthin komme, wo ich hin will. Oh, wie schön das aussieht mit den Sternen. Ja, da rutsche ich natürlich runter. Okay, was passiert, wenn ich jetzt hier lang laufe? Ich finde gerade diese Position sehr bequem, muss ich sagen. Ich hoffe. Aber ich treffe sie nicht mehr.
Oh Gott, 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 oh Gott. Warum werden diese blöden Katzenstatuen zu Mumien? Das finde ich jetzt echt nicht toll. Au! Verdammt, sie können mich doch treffen. Gleich bin ich tot. Unter Garantie. Nein, die erste ist tot. Okay, jetzt muss ich nur noch abwarten, bis ich die nächste anvisieren kann. Jetzt nämlich. Wenn ich Glück habe, überlebe ich diesen Mist. Wenn ich Pech habe, nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, die halten auch noch so viel aus. Ja, komm wieder her, damit ich dich abschießen kann. Oder so. Für jeden Schuss, mit dem ich dich treffe, bin ich froh. Oh Gott, ich glaube, so hat es auch noch niemand gemacht. Aber ich habe gerade echt viel zu sehr Angst, um mich von der Stelle zu bewegen. Na los, komm. Komm, 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 komm. Meine alte Mumienphobie. Ja, es tut mir leid. Aber das wiederum würde für die Theorie sprechen, dass die Mumien doch so eine Art Katzen sind. Naja. Aber dazu wiederum ist es trotzdem zu merkwürdig, dass sie aufrecht gehen. Aber da habt ihr das gesehen, da hinten sind noch mal zwei Statuen gewesen. Ach Gott. Ja, jetzt kommt schon. Jetzt komm schon. Komm her. Komm her. Immer noch nicht. Gleich sterbe ich bestimmt. Nein, ich hab's geschafft. Und jetzt stürzt das Spiel ab, wenn ich speichern will. Unter Garantie. Unter Garantie. Nein. Oh, Gott sei Dank. Puh. Okay. Irgendwie war das so nicht geplant. Das habe ich mir anders vorgestellt.